So, dann darf ich euch alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und wir haben einige spektakuläre News übers Wochenende soweit bekommen. Bevor wir aber mit den Details beginnen, nochmals der Hinweis unter heavytraders.live, die Registrierung nach wie vor kostenfrei. Um 14.15 Uhr werden wir nochmal ausführlich auf alle wichtigen Indizes, Aktien, Rohstoffe und Währungspaare nochmal eingehen. Wir haben mit unter anderem, was wir heute besprechen werden. Das geht also um den DAX, Dow Jones, Nasdaq 100 und den Trade des Tages. Das wäre die HelloFresh-Aktie, die uns auf jeden Fall relativ gut soweit gefällt. Ja, was haben wir am Wochenende für News soweit reinbekommen? Es geht zum einen um die Freigabe wegen dem Blutplasma, was Donald Trump soweit freigegeben hat. Hier geht es also im Speziellen darum, dass die Antikörper, die bereits bei geheilten COVID-19-Patienten mitwirken sollen für die ja, ich sag mal, aktuellen Lungenerkrankungen und vor allem aber auch die Sterberate deutlich damit zu senken. Dann haben wir aber auch zusätzlich Peter Altmaier, der auch positive, ich sag mal, Unternehmensnews gegeben hat, was die Staatshilfen betreffen. Hier soll ebenfalls das Ganze weiterhin verlängert werden. Das bedeutet also mehr Liquidität für die Märkte. Wir haben entsprechend eine Notenbank-Sitzung gehabt, nachdem wir da entsprechend nach dem Notenbankprotokoll die Märkte eher so ein bisschen auf Talfahrt gesehen haben. Heute wieder relativ stark und wir gleichen mal ganz kurz den aktuellen Ist-Zustand ab. Ja, jetzt ärgere ich mich natürlich persönlich. Heute Morgen habe ich hier noch mit unseren Plusmitgliedern den DAX gehandelt mit dem Ziel Richtung 13.013. Ich habe da fast eine Dreiviertelstunde die DAX-Position gehalten. Ist nicht angelaufen, war mir etwas zu lang gewesen. Jetzt aktuell 13.042 Punkte. Aber die gute News dafür über unseren News-Ticker, also über Telegram, hatten wir bereits aber auch eine DAX-Position gehalten, knapp bei 12.850 mit dem Ziel 12.900 und knapp 79. Das ist auf jeden Fall ins Ziel gelaufen. Hier wurden also ebenfalls gute Gewinne, knapp von 1.300 € soweit geschrieben. Also auch hier werden wir euch updaten um 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Dow Jones ebenfalls relativ stark vorbörslich, jetzt aktuell über die 28.100 drüber mit einem Aufschlag von 0,7%. Auch da halten wir bereits ein Zertifikat. Näheres dazu werden wir dann um 14.15 Uhr besprechen. Nasdaq 100, ein Rekordhoch nach dem anderen, heute wieder knapp 1% im Plus auf knapp 11.670, angefacht von den starken Tech-Werten. Tesla weit über $2.000, Apple inzwischen kratzt an der $500-Marke. Hier wird das Ganze von den sogenannten Aktiensplits angefacht und auch da werden wir euch nochmal diesbezüglich weiterhin informieren. Ansonsten der Goldpreis kann ebenfalls gut zulegen auf 0,5%, knapp bei 1.946. Das Öl ebenfalls knapp bei 0,8%. Auch da nochmal der Hinweis, wir sehen enorm viel Potenzial beim WTI und Brent-Öl. Bedingt dessen, wenn da wirklich die Realwirtschaft mal stärker und deutlicher anziehen sollte, dass aufgrund der Ölknappheit, die wir im Moment haben, also sprich die Ölfördermenge weiterhin niedrig bleiben sollte bei einer enorm hohen Nachfrage, könnte es durchaus sein, dass die Ölpreise in den kommenden Wochen und Monaten deutlich an Fahrt nach oben gewinnen könnten. Aber auch da werden wir euch, wie gesagt, heute um 14.15 Uhr soweit informieren. Wir haben den Euro gegenüber dem Dollar knapp bei 1,1817, kann ebenfalls zulegen. Ja, und last but not least Bitcoin aktuell knapp bei $11.800. So, jetzt lasst uns mal direkt in den Chart reinschauen. Ihr seht heute in Hochgeschwindigkeit hier zumindest mal die Marktupdates bzw. auch die Analysen, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Also, man sieht es hier relativ gut. Wir haben es immer wiederkehrend auch besprochen. 12.800 ist eine wichtige Marke. Dann hatten wir noch weitere zwei Unterstützungsbereiche, falls diese eine Marke brechen sollte. Und in der Tat, die 12.600 hat ebenfalls relativ gut gehalten. Am Freitag sind wir da knapp bei 12.630 nach unten ausgedehnt, um dann aber auch spektakulär wieder enorm mit viel Kraft über die 12.800 drüber hinauszulaufen. Und jetzt stellt man sich immer die Frage, ja, wie kann das sein? Es ist ganz einfach zu beantworten. Wir sind einfach nicht nachhaltig oben rausgelaufen. Der Markt sucht natürlich immer wieder nach Liquidität. Und knapp bei 12.600 wurde wieder einiges aufgenommen, um dann halt wirklich Kraft und Power nach oben rauszunehmen. Und das sehen wir jetzt im Moment, dass wir knapp bei 13.000 und knapp 40 Punkte sind. Sollten wir es also schaffen, über die 13.050 zu gehen, bleiben wir relativ optimistisch, dass dieser Trend weiterhin fortgesetzt wird und mit unserem Zertifikat. Mit Einstieg 12.270 wollen wir ja im besten Falle knapp bei 13.500 Punkte soweit die Gewinne realisieren. Wird also auf jeden Fall noch ein langer Weg, aber hier ist weiterhin Sitzfleisch gefragt. Ansonsten, ja, Dow Jones, auch hier im Schnelldurchgang 27.930 wurde jetzt auch mit Kraft nach oben rausgenommen. Aktuell 28.120. Und was da für Kursziele offen sind, am besten reinschalten unter
heavytraders.live 14.15. Da werden wir euch nochmal updaten und alle Ziele mit auf den Weg geben. Ja, die Nasdaq 100, wie gesagt, ein Rekordhoch nach dem anderen. Und ihr seht, dass wir hier aktuell den Trend weiterhin fortsetzen. Und was da für eine Zielzone noch offen wäre, zumindest aus einigen Projektionen, besprechen wir ebenfalls um 14.15 Uhr. So, jetzt kommen wir zu unserem Wert HelloFresh. Gefällt uns persönlich relativ gut. Wir haben auch mal ein bisschen tiefer in die Liquidität geschaut. Hier sehen wir relativ gut einen Unterstützungsbereich, also sprich Liquidität knapp bei 43,40 Euro. Da scheinen so zumindest mal die ersten Käufer wieder am Ball zu sein. Und wenn dieser Trend sich weiterhin nachhaltig nach oben fortsetzen sollte, also sprich Umsatz und Gewinn deutlich weiterhin noch steigen sollte. Und HelloFresh hat ein richtig gutes Geschäftsmodell. Natürlich haben wir auch einige Wettbewerber mit auf dem Markt, aber hier zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum starker Favorit. Und wir sehen auch, dass HelloFresh sich gegen die Pandemie natürlich als Gewinner hier behaupten kann. Und deswegen sehen wir kurzfristig die Ziele Richtung 53 Euro. Das sind ja hier auf diesem Niveau ebenfalls roundabout knapp 18% plus. Und das wollen wir natürlich mit so einem konservativen Hebelzertifikat von 2,5 mit begleiten, um da auch eventuell 30% hier Rendite soweit zu erwirtschaften. Soviel erstmal zu der HelloFresh. So, jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Zertifikat, was hier ebenfalls mit eingeblendet wird. Das ist von der BNP Paribas mit der folgenden Wertpapierkennnummer Paula Friedrich. 2 Bertha 2,9. Der K.O.-Schein selbst liegt knapp bei 27 Euro, Hebel 2,4 und liegt im Moment der Briefkurs knapp bei 1,91 Euro. Und das wollen wir heute mit euch gemeinsam etwas näher besprechen. So viel von der Hochgeschwindigkeit in puncto Indizes und vor allem aber auch Trade des Tages. Weitere Informationen und vor allem ausführliche Informationen erhaltet ihr unter heavytraders.live 14.15 Uhr. Wir zählen auf euch. Bis gleich.